Und hier der also untere Erdgeschoss wurde ja vor rund einem Jahr überschwemmt bei den Starkregen. Als es hier im Moment sehr stark geregnet hat, war hier alles überflutet. Deshalb musste auch der Aufzug da modernisiert werden im Jahr 2018. Das ist ein Jahr her. Und ich bin mal gespannt, ob auch dieser Aufzug modernisiert wurde, denn er war auch eine Zeit lang außer Betrieb. Etagenanzeige funktionieren noch, sowohl bei dem Aufzug als auch bei dem anderen Aufzug. Ich habe die Aufnahme gerade vorhin abgebrochen, da eine Mitarbeiterin in der zweiten oder dritten Etage zugestiegen ist und ich keine Lust habe, Ärger zu bekommen oder so. Ist ja auch so im dritten Obergeschoss. Wir befinden uns ja im Erdgeschoss 1. Wir müssen runter zum Ausgang. Aber erstmal fahren wir nach oben bis zur dritten Etage und dann fahren wir zum Ausgang. Dann verlassen wir die City-Karte. Und die anderen Aufzüge habe ich bereits gefilmt. Und hier in diesem Teil gibt es nur einen Aufzug. Das ist voll doof. Man muss immer lange warten. Auf den Aufzug. Das ist ein Thyssen-Aufzug. Generic. So, hier mit dem Hinweis auf welche Etage man sich befindet. In diesem Fall Etage Erdgeschoss 1. Wir sind hier. Ah, ist der Aufzug bei Reservet? Gibt es doch bei Reservet einen Aufzug? Keine Ahnung. Aufzug von da. Und bei Thalias soll es auch einen Aufzug geben. Thalias ist hier und da soll es sich ein Aufzug befinden. Laut dem Flug- und Rettungsplan. Aber da sieht man nicht, dass ich bestimmt Staff-Only-Aufzug. Oder so. Keine Ahnung. Wir könnten fragen, ob wir den Aufzug einmal mit der Aufzug einmal fahren dürfen. Aber das wollen wir heute nicht. Mit der Aufzug sind wir schon mal gefahren. Habe ich schon mal aufgenommen. Vor 2 bis 3 Jahren war das. 1, 2. Ausgang, okay, hier befindet sich der Ausgang. Raus. Bestimmt für Anlieferung, oder? Da hinter der Stadt dafür. Okay. Nee, nicht.